Als die Kirchturmglocke 12 Uhr Mittag schlägt, da macht Matti sich bereit. Er hat schon den lila Anzug angelegt, eine Stunde ist noch Zeit. Und auch Jussi hat die Schuhe längst schon an, sogar den Helm hat er schon auf. Die beiden Brüder fahren mit der Zahnradbahn zur Schanze auf den Berg hinauf. Es gibt kein Publikum und keinen Pokal hier beim Hauter-Micky-Duell, da wird das Urteil gefällt. Beim Hauter-Micky-Duell bekommt der Sieger kein Geld. Beim Hauter-Micky-Duell entscheiden Coolness und Kraft. Beim Hauter-Micky-Duell wird endlich Klarheit geschafft. Schanze ein, Jussi pfeift, here comes the sun. Die Hauter-Mickys sind hier oben ganz allein und schweigen sich beharrlich an. Um zu klären, wer als erster sprengen muss, spielen sie Schere, Stein, Papier. Oh, Matti, der Gewinn spuckt auf die Spitze Jussis Schuhs und Jussi schließt gleich sein Visier. Der Kampf beginnt und RTL ist nicht dabei hier beim Hauter-Micky-Duell, da wird das Urteil gefällt. Beim Hauter-Micky-Duell bekommt der Sieger kein Hauter-Micky-Duell, entscheiden Coolness und Kraft. Beim Hauter-Micky-Duell wird endlich Klarheit geschafft. Drei Stunden später sind die beiden längst K.O. Doch die Entscheidung steht noch aus. Die Hauter-Mickys zeigen Weltklasse-Niveau, doch heute gibt's keinen Applaus. Es wird schon dunkel und der Wind wird bitter kalt, der K-Punkt ist kaum noch zu sehen. Die Hauter-Mickys gehen zum Pinkeln in den Wald, können beide kaum noch stehen. Es wird nur einer von den zwei nach Hause gehen, hier vom Hauter-Micky-Duell, da wird das Urteil gefällt. Beim Hauter-Micky-Duell bekommt der Sieger kein Geld. Beim Hauter-Micky-Duell entscheiden Coolness und Kraft. Hauter-Micky-Duell wird endlich Klarheit geschafft. Beim Hauter-Micky-Duell.